Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute mal aus dem Wohnzimmer. Warum aus dem Wohnzimmer? Naja, ich kam gerade nach Hause und habe da so ein schönes Paket auf der Treppe gefunden, was mein Nachbar angenommen hat. Ist ja normalerweise ganz nett, aber ich dachte mir, ich lasse euch mal teilhaben an meiner ersten, wie nennt sich das jetzt? DPD Premium Sendung. Ah, hier, ich zeig's nochmal. Da, DPD Premium. Wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, dieses wunderschöne Paket ist leicht malträtiert. Also ich sag mal, es ist irgendwie ziemlich Matsche. Und das Schönste ist, also ich meine hier, ne? Hier fast aufgerissen, hier fast aufgerissen. Es sind irgendwelche Reifenabdrücke auf diesem Vorsicht Lithium-Akku-Aufkleber. Naja. Do not load or transport package if damaged. Ich glaube, das haben die nicht so ganz verstanden mit dem if damaged. Also, ich bin mir ja gar nicht mal so sicher, ob ich das jetzt aufmachen darf, aber naja. Ich hätte ja eigentlich die Annahme verweigern müssen, aber das hat mein Nachbar ja leider nicht gemacht, weil für ihn, beziehungsweise für die alte Dame, war das wahrscheinlich in Ordnung. Was hätte ich damit gemacht? Hier, nimm wieder mit, so eine Scheiße will ich nicht haben. Das ist doch garantiert kaputt. Und, wie wir hören, Moment. Man hört, da klappert was drinne. Also das, was da drin sein sollte, das ist eine Amazon-Sendung, deswegen auch DPD Premium, weil Amazon Prime. Das, was da drin ist, das sollte eigentlich ein einziges solides Teil sein und ich frage mich, warum das klappert. Ich dachte mir, wir gucken da mal zusammen rein. Ich reiß das mal auf, was jetzt nicht sonderlich schwer ging. Auch von innen sieht es jetzt nicht so sonderlich viel besser. Ah, da fällt das erste Stückchen Plastik raus. Wir sehen ein abgebrochenes Stückchen Plastik. Das lege ich mal hier beiseite. Ah, ja, also das sieht absolut unbeschädigt aus. Da ist null Beschädigung dran. Also ne, das auch hier, ne, das ist offen. Oh, es riecht nach Lithium, das ist ja besonders toll. Ich mache es mal auf. Wir sehen abgerissene Plastikscheiße. Wir sehen ein Lämpchen, dessen Clip abgebrochen ist, dessen Gehäuse abgebrochen ist, dessen Gehäuse gerissen und gesplittert ist. Und dessen Verpackung absolut Matsche ist. Wenn das Ding jetzt für mich persönlich und nicht als Geschenk gedacht gewesen wäre, würde ich jetzt sagen, ja okay, mach mal einen Teardown draus. Aber ganz ehrlich, zum einen ist das schon downgeteert, zum anderen, das ist einfach scheiße. Da zahlt man extra Geld für Premium-Versand und kriegt so eine Grütze. Das kann doch irgendwie nicht sein, liebe Freunde, oder? Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon mal solche Pakete bekommen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ich persönlich werde jetzt zuallererst mal den Support von Amazon anrufen und denen die Hölle heiß machen, was die für Versanddienstleister haben. Weil früher war es noch DHL, wie haben die es genannt? DHL Priority Sendungen. Nie Probleme mit gehabt, immer super. Dann war es Hermes, okay, war auch noch in Ordnung, nicht so tragisch. Und jetzt DPD, erste Sendung von denen, absoluter Kernschrott. Danach werde ich bei DPD anrufen und denen die Hölle heiß machen, weil dafür möchte ich Ersatz haben. Das Ding war jetzt zwar nicht teuer, aber ich sag ganz ehrlich, das kann es einfach nicht sein. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinungen ruhig in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht direkt beim nächsten Rant. Ich habe da nämlich noch was in der Warteschlange, sage ich jetzt mal. Wo ich mich sehr drüber aufrege. Vielleicht gefällt euch ja dieses Format und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Bis dahin, euer Ischgl4.